Für einen Einstieg in das Thema möchte ich in diesem Video drei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet: Warum überhaupt brauchen wir eine neue, eine zusätzliche Perspektive auf die Fortbildung? Zweitens: Was machen Peer-to-Peer-Formate als Mikrofortbildung aus? Und drittens: Warum bzw. für welche Themen eignen sich Peer-to-Peer-Formate? Los geht's! Zum Einstieg habe ich auf dieser Folie einige Zitate aufgeschrieben, die ich zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 aus Schulen gesammelt habe. Eine Lehrerin behauptete: Ich lerne so viel wie noch nie in meinem Beruf. Jemand anderes schrieb: Das fühlt sich an wie ein Lernboost. Und eine Schulleitung sagte zu mir: Wir lernen gemeinsam im Kollegium gerade jeden Tag so viel dazu. Das sind Zitate aus einer Ausnahmesituation. Denn auch in Sachen Fortbildung fand damals das Lernen der Lehrenden unter Ausnahmebedingungen statt. Man kann davon für einen Normalzustand lernen, vielleicht für einen veränderten oder sich verändernden neuen Normalzustand. Zwei Dinge waren zu dem damaligen Zeitpunkt besonders, wenn man auf den Fortbildungsmodus schaut. Erstens, Fortbildung erfolgte integriert und verwoben in die Arbeit, in kleinen Schritten. Zweitens, Fortbildung fand ohne Fortbildungsprofis statt. Mit Profis meine ich an dieser Stelle Personen, die auf diese Rolle spezialisiert sind. Und damit sind wir jetzt beim Thema. Erstens, es geht um Mikrofortbildungen. Zweitens, es geht um Peer-to-Peer-Formate und Methoden. Hier stehen zwei Begriffsklärungen. Mikrofortbildungen bedeutet in diesem Lernangebot kompakte Formate, integriert in den Arbeitsalltag. Peer-to-Peer oder kurz P2P bedeutet so viel wie zwischen gleichen Personen im Sinne von Personen mit ähnlichen Interessen und Erfahrungen. Man kann die Bedeutung der Begriffe auch durch eine Gegenüberstellung mit der gegenteiligen Bedeutung veranschaulichen. Das Gegenstück zu Mikrofortbildungen sind Fortbildungen, die am Stück stattfinden, also über längere Zeit und gesondert, also getrennt vom Arbeitsalltag. Das Gegenstück zu Peer-to-Peer sind Fortbildungen mit Fortbildungsprofis, also mit Personen, die auf Fortbildung geben spezialisiert sind. Ich werde übrigens in diesem Lernangebot immer wieder von Formaten und von Methoden reden. Während Formate in der Regel einen etwas weiteren Fokus haben, sind Methoden spezifischer. Dabei sind aber die Übergänge sehr fließend. Es kommt immer darauf an, wie weit man den Fokus zieht oder wie konkret man auf das methodische Vorgehen blickt. Ich verwende die Begriffe daher in diesem Lernangebot ohne eine ganz klare Abgrenzung voneinander. Nun mag man sich fragen, ist das alles wirklich neu? Und eine mögliche Antwort darauf lautet: Nein. Ein vergleichbares Konzept findet man beispielsweise schon, wenn man im 18. und 19. Jahrhundert sucht. Damals gründeten Privatleute in vielen Städten Lesegesellschaften, Lesezirkel und Lesekabinette, in denen Menschen, Männer um präzise zu sein, gemeinsam lasen und über die Inhalte diskutierten. Ein Bild davon sehen wir hier. Mit den sogenannten Schullehrerkonferenzgesellschaften, was für ein beachtliches Wort, gab es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts ein Peer-to-Peer-Fortbildungsformat speziell für Lehrer. Diese Schullehrerkonferenzgesellschaften wurden von dem preußischen Schulverwaltungsbeamten Bernhard Christoph Ludwig Nathorp konzipiert. Als explizit Form des pädagogischen Austauschs untereinander, des Lernens miteinander, quasi als Peer-to-Peer-Fortbildung. Also man kann sagen, das ist nicht alles neu. Aber es gibt eine Verschiebung der Gewichte hin zu diesen Formaten. Und es gibt eine Veränderung der Perspektive, mit der wir auf diese Möglichkeiten blicken. Denn tatsächlich neu sind zwei Dinge. Erstens die Digitalisierung. Dazu gibt es auf der Textebene unseres Lernangebots noch einige Ausführungen von mir. Und zweitens die Umstände rundherum, quasi der Bedarf, den die Praxis an Fortbildungen stellt. Und damit sind wir bei der ersten Frage. Warum brauchen wir überhaupt eine zusätzliche Perspektive auf Fortbildung? Zur Beantwortung beginne ich mit einer Unterscheidung in drei prototypische Arten, wie Lehrkräfte sich fortbilden können. Erstens, institutionalisierte Fortbildung, also Kurse, Seminare, Trainings, Tagungen etc. etc., für die Lehrkräfte sich zu einem Angebot begeben, das Fortbildungsprofis für sie gestaltet haben. Zweitens,
individuelle Fortbildung alleine, also zum Beispiel das Lesen eines Fachbuchs, die Bearbeitung eines Online-Kurses, das Anschauen eines Vortragsvideos und so weiter. Auch hier wird das Angebot in der Regel von jemandem gestaltet, der spezifisch für die Rolle Fortbilden zuständig ist. Drittens, Peer-to-Peer-Fortbildung. Das ist nun die zusätzliche Perspektive auf Formate, in denen diese klare Trennung zwischen die Fortbildenden und die Fortzubildenden als Subjekt und Objekt aufgehoben wird. Alle Beteiligten sind mal mehr Fortbildende und mal mehr Fortzubildende und häufig beides gleichzeitig. Ich habe ein T-Shirt hier mitgebracht. Das kommt von der Peer-to-Peer University und bringt die Grundidee sehr schön auf den Punkt. Da steht nämlich drauf, I am a teacher and a learner. Ich bin Lehrender und Lernender. Noch eine Vorbemerkung. In diesem Lernangebot nutze ich immer wieder eine analytische Darstellung. Das heißt, ich spitze durch klare Gegenüberstellungen zu. In der Realität findet man natürlich nicht immer so klare Unterscheidungen, sondern in der Regel ein gemischtes Bild. Im Sinne einer analytischen Unterscheidung möchte ich zuspitzen, wir haben das System Schule ursprünglich dafür geschaffen, dass gesichertes Wissen von einer Generation an die nächste Generation übergeben wird. Es war ein möglichst stabiles System, für das Lehrkräfte damals ausgebildet wurden. Also Fortbildungen gab es schon. Sie waren aber nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung, denn die Grundannahme konnte damals ja sein, dass alles Wesentliche mit der Ausbildung schon bearbeitet, quasi abgehakt werden konnte, weil das notwendige Wissen und die notwendigen Kompetenzen stabil waren. Das ändert sich spätestens im 21. Jahrhundert. Wenn ein System nicht mehr so stabil, sondern eben dynamisch ist, ergeben sich vier neue Anforderungen an Fortbildungen, die ich im Folgenden vorstellen möchte. Anforderung 1. Der Fortbildungsbedarf wird ungeduldig und aktuell. Wenn man nach einem typischen Ausspruch in der Praxis suchen würde, ein Zitat, das diese Anforderung verdeutlicht, dann könnte man sagen, die Sache eilt, wäre ein guter Indikator. Traditionelle Fortbildungsformate brauchen zeitlichen Vorlauf. Und das kann in zentral gesteuerten Systemen Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Entsprechend schwierig wird es, wenn ein Fortbildungsbedarf mit Eile verbunden ist. Ähnliches gilt, wenn eine Fortbildung, die schon existiert, an aktuelle Entwicklungen angepasst werden muss. Angesichts von rasanten Entwicklungen in vielen Feldern, beispielsweise durch die Digitalisierung, sind es keine idealen Voraussetzungen. Mikrofortbildung und Peer-to-Peer-Formate können jetzt helfen, wenn der Fortbildungsbedarf zeitlich drängt und oder auf aktuelle Entwicklungen eingegangen werden muss. Anforderung 2. Es geht um unsichere und um dynamische Dinge. Ein typischer Satz, um die Sache zu beschreiben, wäre, die Sache ist irgendwie unklar. Im traditionellen System muss ein Fortbildungsbedarf im ersten Schritt überhaupt erst offiziell festgestellt werden. Es müssen dann entsprechende Ressourcen darauf angesetzt werden. Dann muss die Frage präzise definiert werden. Danach müssen klare Antworten entwickelt und mit entsprechenden Formen verbunden konzipiert werden. Eine entsprechende Genehmigung vorausgesetzt, geht es dann anschließend an die Umsetzung. Möglicherweise braucht es aber zunächst einen Pilotversuch. Es braucht Begleitforschung und dann die entsprechende Auswertung, damit das ganze Fortbildungsangebot auf gesicherten Erkenntnissen aufbaut. Nun leben wir in einer Welt im stetigen Wandel, sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wie auch mit Blick speziell auf die pädagogische Profession sind viele Bereiche durch Unbeständigkeit, durch Unsicherheit, durch Unvorhersehbarkeit geprägt. Und genau in diesen Bereichen ist der Fortbildungsbedarf besonders hoch. Häufig können wir eben nicht abwarten, bis in einer Sache Ruhe eingekehrt ist, bevor wir mit entsprechenden Fortbildungen daran gehen. Es ist quasi ein Arbeiten im Herausfindemodus. Mikrofortbildungen und Peer-to-Peer-Formate können helfen, wenn der Fortbildungsbedarf sich nicht mit Exaktheit beschreiben und nicht abschließend abgrenzen lässt, sondern Raum braucht für Flexibilität und für Anpassung. Anforderung 3. Es geht um ungenaue und um multiperspektivische Inhalte. Ein Satz dazu, der nicht umsonst in den letzten Jahren stark an Verbreitung gewonnen hat, er lautet, it's complicated, also die Sache ist kompliziert. Ein weiteres Merkmal vieler Probleme, die einem Fortbildungsbedarf im 21. Jahrhundert zugrunde liegen können, sie sind
komplex und mehrdeutig. Es gibt weder einfache noch eindeutige Antworten. Für das traditionelle Fortbildungsformat ist das eine schwierige Situation, denn gerade im Bildungsbereich hängt noch viel an der Idee, dass es die eine oder die richtige Lösung geben müsse, von einer wissenden Institution oder einer Autorität in die Breite getragen. Bisweilen handelt man dann lieber gar nicht als mit halbfertigen Antworten. Aber genau das braucht es bei vielen aktuellen Herausforderungen. Halbfertige Antworten, an denen dann gemeinsam weitergearbeitet wird. Denn Halbfertiges hat ja den Vorteil, dass es über Austausch, Aushandeln und Ausdiskutieren ausgeformt werden kann. Dieser Ansatz erkennt an, dass es nicht die Einheitslösung für alle gibt, sondern Lösungen vor Ort entwickelt werden müssen, angepasst an die jeweilige Situation. Dazu gehört auch, dass nicht eine Autorität die Antworten auf alles hat, sondern dass eben unterschiedliche Perspektiven helfen, den Gegenstand zu verstehen, zu beschreiben und zu bearbeiten. Mikrofortbildungen und Peer-to-Peer-Formate können helfen, wenn der Fortbildungsbedarf an konkrete Gegebenheiten anpassbar ist und durch unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden kann. Die vierte Anforderung lautet, die Dinge sind unabgeschlossen und prozessorientiert. Zitat, die Sache ist offen. Zugespitzt formuliert, traditionelle Fortbildungen setzen meist punktuell an. Es gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Maßnahme, manchmal auch mehrere, und danach wechselt bei den Lernenden der Status quasi schlagartig auf fortgebildet und man kann das Thema abhaken. Für manche Fortbildungen mag dieses Vorgehen noch passen, aber wir haben es immer häufiger mit Herausforderungen zu tun, zu denen wir kontinuierlich lernen und unser Vorgehen auf dem Weg anpassen müssen. Mikrofortbildungen und Peer-to-Peer-Formate können helfen, wenn der Fortbildungsbedarf nicht nur punktuell anfällt, sondern als andauernder Prozess verstanden werden kann. Dazu gehört auch, viele Lösungen auf komplexe Probleme sind noch gar nicht da. Sie müssen in Fortbildung nicht gefunden, sondern quasi erfunden werden. Standardlösungen funktionieren hier dann nicht. Es braucht kein Standardrezept, das alle nachkochen, sondern individuelle Lösungen für die eigene Situation. Das bedeutet auch, dass bei vielen Fortbildungen nicht nur die Frage, wie funktioniert das, beantwortet werden muss, sondern dass hintergründig und manchmal auch vordergründig auch die Fragen, wie wollen wir arbeiten oder wie wollen wir leben, ständig neu ausgehandelt werden müssen. Positiv formuliert, wir lernen und gleichzeitig gestalten wir dabei ein Stück unserer Zukunft selbst. Ein Fazit. In vielen Bereichen haben wir es mit erstens rasanten Veränderungen bei Anforderungen und Praktiken zu tun, für die zweitens selten fertige Konzepte vorliegen, die nur transferiert werden müssen, sondern zu denen drittens noch Bedarf an Austausch, an Aushandlungen und Ausformung besteht, wofür unterschiedliche Perspektiven hilfreich sind und die viertens eine kontinuierliche Beschäftigung und Gestaltung erfordern. Das geht schlecht in den etablierten Formen der Aus- und Weiterbildung. Es braucht neue Formen der Fortbildung. Mikrofortbildung und Peer-to-Peer-Formate sind Formate und Methoden, die dabei helfen können. Frage 2. Was machen Peer-to-Peer-Formate als Mikrofortbildung aus? Ich gehe von folgenden Grundannahmen aus. Es braucht nicht immer den professionellen Fortbildner oder die professionelle Fortbildnerin von außen. In vielen Fällen sind die entscheidenden Ressourcen unter Kollegen und Kolleginnen vorhanden und sie, diese Ressourcen, können mit den richtigen Formen gemeinsam ausgearbeitet und geteilt werden. Der Vollständigkeit halber sei noch einmal auf die Worte nicht immer und in vielen Fällen hingewiesen, die auf dieser Folie stehen. Es geht also keineswegs darum, das bestehende, das alte System durch ein neues System zu ersetzen. Es geht um eine Ergänzung und eine Veränderung des bestehenden Systems. Jetzt noch etwas Aufräumarbeiten zu den Begrifflichkeiten. Das englische Wort Peer, also ausgesprochen Peer. Und kann man zurückführen auf das Lateinische, wo es das Wort Pare gibt. Das hat die Bedeutung gleich. Die Bedeutung von Peer-to-Peer wäre also so etwas wie gleich zu gleich oder zwischengleichen. P2P, P2P, wird häufig als Abkürzung von Peer-to-Peer verwendet, vor allem in der Schriftform.
Im Folgenden möchte ich jetzt die Gegenüberstellung einer alten Welt der Fortbildung und einer neuen Welt der Fortbildung anhand verschiedener Perspektiven durchdeklinieren. Die verwendeten Begriffe alt und neu sind an dieser Stelle nicht wertend gemeint. Es bedeutet einfach alt, das kennen wir schon, dazu haben wir viele Erfahrungen. Und neu, das kennen wir teilweise noch nicht lange, teilweise noch gar nicht. Wir sammeln dazu noch viele Erfahrungen. Man könnte auch bewährt statt alt sagen oder jung statt neu. Auch hier geht es wieder um eine analytische Darstellung, bei der ich Extreme gegenüberstelle. In der Praxis kann man sich die beiden gegenüberliegenden Pole vielleicht eher als ein Kontinuum vorstellen. Und auf diesem Kontinuum kann man dann ein konkretes Fortbildungsformat mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite und ganz häufig in der Mitte verorten. Also, links steht die alte Welt der Fortbildung, rechts verorte ich die neue Welt der Fortbildung. Schauen wir zuerst auf die Rollen. In der alten Welt gilt, es gibt Teilnehmende einerseits und Referenten andererseits. In der neuen Welt wird gesagt, alle Beteiligten können nicht nur Teilnehmende, sondern auch Teilgebende sein. Als zweites gucken wir auf die Planung. Alte Welt, ein Programm wird vorab von einem Programmteam oder einem Programmverantwortlichen erstellt. In der neuen Welt wird das Programm gemeinsam erarbeitet. Gucken wir auf die Form. Alte Welt, der Input dominiert, der Austausch ist ergänzend. Neue Welt, der Austausch dominiert, Input ist aber auch möglich. Erwartungen. Alte Welt, man erwartet Fertiges und Allgemeines. Es geht um Antworten. Neue Welt, man erwartet Offenes und Konkretes. Es geht um Fragen und um Perspektiven. Wie funktioniert Expertise? In der alten Welt ist ein Experte durch Abschlüsse oder Titel als Expertin oder Experte legitimiert. In der neuen Welt entsteht Expertise aus reflektierter Praxis heraus. Leitbild. Alte Welt, auf das Lehren kommt es an, das Lernen folgt dann automatisch. Neue Welt, auf das Lernen kommt es an, das Lernen kann dabei helfen. Ergebnisse. Alte Welt, Übernahme von fertigem Wissen, darum geht es um festgelegte Ergebnisse, die transferiert werden. In der neuen Welt geht es auch um das Rausfinden von Wissen und um offene Ergebnisse. Schauen wir auf die Zielsetzung. Alte Welt, qualifizierte Menschen, die eine bekannte Aufgabe bewältigen können. Neue Welt, kompetente Menschen, die auch noch unbekannte Aufgaben angehen können. Inhalte. Alte Welt, ausgehend von einer abstrakten Systematik, arbeitet man illustriert mit Beispielen. Neue Welt, man geht aus von Problemen im jeweiligen Kontext. Gegebenenfalls kann man dann auch noch auf eine Systematik hin abstrahieren. Schauen wir auf das Interesse. Alte Welt, der lernende Mensch ist darauf angewiesen, dass er ein Angebot findet, das sein Interesse trifft. Neue Welt, lernen kann nach den eigenen Interessen und Bedarfen ausgerichtet werden. Die Sozialform sieht vor, in der alten Welt, das Lernen alleine erfolgt, im eigenen Kopf, jeder für sich. Neue Welt, das Lernen erfolgt im Austausch zwischen den Köpfen. Der Modus, alte Welt, Lernen erfolgt punktuell als abgeschlossener Prozess und während der Fortbildung läuft das Lernen ab. In der neuen Welt erfolgt das Lernen immer, auch vor und nach einer Fortbildung. Die Autorität kann man unterscheiden. Alte Welt, gemacht wird, was die formal für das Fortbilden verantwortliche Person sagt. Neue Welt, gemacht wird, was den Lernenden als sinnvoll erscheint. Die Entscheidungshoheit kann man auch noch ausdifferenzieren. Die alte Welt sagt, die Lernenden warten, dass die richtige Fortbildung zu ihnen kommt. Sie werden bedient. Wenn es nicht kommt, kommt es gar nicht. In der neuen Welt nehmen die Lernenden ihre Fortbildung in die eigenen Hände. Sie machen es selbst. Unterscheidung nach Subjekt und Objekt. Alte Welt, die Lernenden als Objekt. Das heißt, der Lehrende bildet die Lernenden fort. In der neuen Welt arbeitet man auch mit Reflexivpronomen. Die Lernenden bilden sich fort. Das funktioniert übrigens auch mit Reziprokpronomen. Die Lernenden bilden einander fort. Das war jetzt ganz viel Gegenüberstellung. Dabei müssen Sie nicht jeden einzelnen Punkt nachvollziehen oder gar unterschreiben können. Es geht mir um das Gesamtbild. Noch einmal. In der Praxis wird man konkrete Fortbildungsformate, jedes konkrete Fortbildungsformat, immer zwischen diesen Polen verorten können. Und meine These ist, insgesamt verschiebt sich dieses Gleichgewicht nach rechts, hin zur neuen Welt der Fortbildung. Wie verhalten sich jetzt alt und neu zueinander? Wo befinden wir uns gerade? Sie befinden sich hier,
Wir befinden uns hier zwischen der alten und der neuen Welt, mittendrin im Veränderungsprozess. Wir merken ganz häufig, dass die alte Welt alleine nicht mehr funktioniert. Und wir sehen Ansätze des Neuen, ohne dass das schon eine flächendeckende Veränderung wäre. Wir stehen quasi noch mit einem Bein fest in der alten Welt der Fortbildung und mit dem anderen Bein tasten wir uns vor in eine neue Welt der Fortbildung. Die eben gemachte Gegenüberstellung besteht aus Zuspitzung, schwarz und weiß. Die Praxis ist natürlich nicht schwarz oder weiß, sondern grau oder besser gesagt bunt. Es ist nicht so, dass es in der neuen Welt nichts mehr vom alten gäbe. Auch bei Peer-to-Peer-Formaten kann es um Qualifikation gehen. Auch hier kann es zum Beispiel Vorträge von Berufsexperten geben. Entscheidend ist der Wechsel der Perspektive. Die Lernenden sind nicht mehr auf Autoritäten, Materialien und Gelegenheiten von außen angewiesen. Ihre Fortbildung ist nicht mehr abhängig vom Angebot Dritter. Sie können ihre Fortbildung in die eigenen Hände nehmen. Die neue Fortbildungswelt fegt die alte Fortbildungswelt nicht hinweg, das vermute ich jedenfalls. In bestimmten Bereichen braucht es die alten Modelle, in anderen helfen die neuen Formen. Es kommt auf die Zielsetzungen, auf die Themen und auf die Umstände an. Häufig wird ein sowohl als auch Herangehen besser helfen als ein alles muss neu sein Ansatz. In unserem Angebot lernen Sie zusätzliche Möglichkeiten kennen. Sie sind dann aufgefordert, das Ganze nicht als Rezeptsammlung zu verstehen, die es nachzukochen gilt, sondern eigene Variationen und neue Formen zu entwickeln mit dem Besten aus der alten und der neuen Welt der Fortbildung. Zur dritten und letzten Frage für dieses Video. Sie lautet, warum bzw. für welche Themen eignen sich Peer-to-Peer-Formate als Mikrofortbildungen? Die Antwort auf diese Frage lautet, wie so oft im Leben, es kommt darauf an. Entscheidend ist also die Frage, worauf kommt es denn an? Und hierfür lassen sich jetzt mehrere, genauer gesagt 6 Gesichtspunkte heranziehen. Erstens, das Thema, das bearbeitet werden soll. Zweitens, die Zielsetzung, die man erreichen möchte. Drittens, die Zielgruppe, mit der man arbeiten möchte. Viertens, das Vorwissen der Beteiligten zum Thema. Und fünftens, das Vorwissen der Beteiligten zur Form, also zur Methode. Und schließlich sechstens, die Umstände in Sachen Raum und Zeit. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass es nicht nur 6 Punkte sind, sondern diese Punkte auch untereinander verbunden sind. Zur besseren Analyse der Ausgangssituation kann man sie aber einzeln analysieren. Am besten macht man das anhand der ganz konkreten Methode. Die lernen Sie in den folgenden Kapiteln in diesem Online-Angebot kennen. Hier vorab schon einmal einige übergreifende Überlegungen zu diesen 6 Punkten. Erstens das Thema. Ausschließen würde ich für Peer-to-Peer-Formate zunächst einmal nur Themen, deren Inhalte und Abschlüsse formal zertifiziert sind. Das ist in der Regel bei sehr sensiblen oder sehr formalen Inhalten der Fall, wenn man eine bestimmte fachliche Expertise auf eine bestimmte Weise sicherstellen will. Ein typisches Beispiel wären Erste-Hilfe-Kurse. Prinzipiell ist sonst erstmal alles denkbar, wenn es die jetzt im Folgenden genannten Merkmale erfüllt. Punkt 2, die Zielsetzung. Es muss in Ordnung sein, dass unterschiedliche Ergebnisse erreicht werden. Also es müssen nicht zwingend alle auf den gleichen Stand gebracht werden. Das Thema muss gut zu Zielsetzungen wie Austausch oder Weiterentwicklung passen. Peer-to-Peer-Formate sind immer dann eine gute Wahl, wenn es darum geht, den Austausch von Erfahrungen, den Austausch von Ideen, den Austausch von Perspektiven zu fördern. Dafür sind Themenbereiche besonders gut geeignet, die für alle Teilnehmenden relevant sind und zu denen diese Teilnehmenden unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Erfahrungen und eigene Perspektiven mitbringen können. Das Format ist auch gut für die Exploration von Themenfeldern geeignet. Man kann sich fragen, was gehört für uns eigentlich dazu zu diesem Themenfeld? Was gibt es dazu bei uns schon? Wer kann bei uns was von wem wie lernen? Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei uns in der Gruppe? Das Format ist andersherum bisweilen nur schwer mit traditionellen Hierarchiedenken vereinbar. Vorgesetzte und Autoritäten müssen akzeptieren können, dass andere Menschen etwas besser wissen oder eigene Erfahrungen auf Augenhöhe einbringen können. Ambivalent wird es, wenn ein Fortbildungsformat eilig und dringend ist. Dann bleibt gegebenenfalls nur die Option, es selbst zu machen. Andererseits gibt es vielleicht nicht die Zeit, etwas selbst zu entwickeln. In diesen Fällen muss dann das Know-how von außen geholt werden und in einem traditionelleren Format umgesetzt werden. Punkt 3, schauen wir auf die Zielgruppe.
Es braucht ein gewisses Maß an Initiative und Motivation für das Thema im Kreis der Teilnehmenden. Ein Peer-to-Peer-Format kann nur so gut werden, wie die Teilnehmenden es machen. Sie setzen die Themen, sie bestimmen die Formen, sie entscheiden gegebenenfalls sogar über die Teilnahme. Insofern ist ein Peer-to-Peer-Format dann schwierig, wenn im Kreis der Teilnehmenden die Meinung dominiert, dass das Thema eigentlich gar nicht relevant sei oder umgekehrt schon ausreichend bearbeitet wurde. Viertens, das Vorwissen zum Thema. Es braucht eine kritische Masse an Erfahrung und an Expertise zum Thema innerhalb der Gruppe. Dann kann man sich anschauen, wie ist das Vorwissen in der Gruppe verteilt? Haben alle etwas Vorwissen, alle etwas unterschiedliches Vorwissen? Gibt es einzelne Personen, die schon sehr fortgeschritten sind? Falls in der Gruppe gar nichts an Vorwissen vorhanden ist, dann braucht es ein externes Angebot dafür. Falls schon viel Vorwissen vorhanden ist, dann funktioniert ein Lernen über den Austausch untereinander besonders gut. Fünftens, das Vorwissen zur Form. Dieser Punkt wird häufig übersehen. Mindestens eine Person muss Format und Methode kennen und leiten bzw. anleiten können. Wenn die Beteiligten insgesamt neben dem eigentlichen Inhalt auch das Format kennenlernen müssen, dann muss auch dafür natürlich ein gewisser Lernaufwand eingeplant werden. Sechstens, Raum und Zeit. Bei der Zeit muss man prüfen, ob man regelmäßig, wöchentlich oder monatlich oder am Stück für einen halben Tag, einen Tag, für zwei Tage arbeiten kann. Und beim Raum entscheidet sich schon viel darüber, ob ein gemeinsamer Ort online vorhanden ist und oder welche Orte für Präsenztreffen genutzt werden können. Soweit einige Stichworte, anhand derer man über die grundsätzliche Eignung von Peer-to-Peer-Formaten für ein bestimmtes Thema entscheiden kann. Zum Abschluss noch ein Gedanke zum Begriff Expertise. Für Lernen im Allgemeinen und für Peer-to-Peer-Formate im Besonderen hilft es, keinen zu engen Begriff von Expertise oder von Expertinnen und Experten zu verwenden. Expertise ist nicht darauf begrenzt, ein systematisches, umfassendes, akademisches Wissen zu einem Thema zu haben. Den Expertenstatus kann nicht nur jemand beanspruchen, bei dem Experte oder Expertin auf der Visitenkarte steht. Vielmehr haben wir alle für diejenigen Themen Expertise, zu denen wir über viel Erfahrung, am besten über reflektierte Erfahrungen verfügen. Die Peer-to-Peer-University hat auch diesen Umstand auf einem T-Shirt auf den Punkt gebracht, auf dem steht: I am the worldwide expert on my own life experience. Zu Deutsch also, ich bin der weltweite Experte für meine eigene Lebenserfahrung. Dieser Grundsatz lässt sich auch auf die eigenen Arbeitserfahrungen anwenden. In diesem Sinne, los geht's.